aus so einer eigentlich einfachen Aufgabe zur Kostenvergleichsrechnung ganz schnell so eine Art Break-Even-Aufgabe zaubern. Ja, das ist eine Art Break-Even, und zwar ein Break-Even von zwei Kostenfunktionen. Wir brauchen jetzt den kritischen Wert. Unterhalb des kritischen Werts ist das eine Auto günstiger. Oberhalb des kritischen Werts ist das andere Auto günstiger. Ja? Der kritische Wert ist der Schnittpunkt. Der Schnittpunkt zwischen zwei Kostenfunktionen. Hat jemand eine Vorstellung, wie wir das visualisieren könnten? Das ist immer ein guter Ansatz, wenn man zunächst mal nicht weiß, und was man jetzt machen soll, sich ein Bild vorzustellen.